Und ein herzliches Willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2015 und wieder dabei der Smoker. Servus. So, weiter geht's. Wie ihr dann jetzt gleich auch sehen könnt bei Smoker, wenn du, wo bist du überhaupt? Ich stehe genau auf dem Grashaufen jetzt. Genau auf dem Grashaufen? Jo, der ist ein bisschen größer geworden. Mhm. Weil bei mir sozusagen ist die Aufnahme irgendwie verkackt. Also wurde nicht richtig aufgenommen. Und ja, das dann... Deutsch Rohrer, sein Aufnahmeprogramm ist abgeschmiert, kurz bevor wir die Aufnahme fertig hatten. Wir hatten ja gerade schon Aufnahme und bam, Programm abgeschmiert, das kann passieren. Da ist man leider nicht gefeit vor. Ist aber ärgerlich. Ja, sehr ärgerlich, aber da kannst du halt nichts machen, ne? Ja. Der gute Rohrer Füllstand 99% jetzt. Also kann ich ja eigentlich... Ich hab noch 17% im Fahrzeug. Also kann ich ja eigentlich aufhören, ne? Nee. Wir haben jetzt hier erstmal die zwei Silage-Dinger. Aber unten gibt's ja dann auch wieder was, wo man Silage braucht. Da gibt's ja nicht mehr viel. Weißt du, was ich meine? Ja. Nö. So, das Ding ist jetzt, verdichtet 100%, Füllstand 99%, mehr geht nicht mehr. Komischerweise. Stehe ich ungewöhnlich. Naja, da decke ich jetzt mal der Ziele zu. Okay. Ich fahre hier gerade wieder Stock und Stein hier. Um die letzten Grashalmen zu rupfen. Alter. Über Stock und über Stein. Ja, so muss es sein. Hopp, 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 Rohre feiern. Über Stock und über Steine, aber brechte nicht die Achse. Hopp, 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 Rohre feiern. Hat sie schön gesuppt. Ja. Kriegst du Bienchen jetzt mit ihm? Bienchen? Nein. Oder machst du am besten Fenster auf? Öffne die Bienchen, stechen. Die stechen? Nein. Ja, ich will mein Bienenschnitz-Müddy-Heft! Du willst unbedingt eine Biene, also Fenster auf. Ein Bienenschnitz-Müddy-Heft! Ah! Und das Bienchen aus! Da musst du nur die Biene überreden, ins Heftchen reinzufliegen. Und dann machst du schnell zu. Schon hast du Biene im Heft. Machst du, Robo? Nee, ist doch nur ein Vorschlag. Ob du das machst, ist dir überlassen. Der Vorschlag von dir, der ist ja schon Tierquälerei. Habt ihr das gehört, Leute? So geht Robo mit Bienen um. Nee. Klein fleißigen Tierchen, die uns den Honig auskacken. Das hört sich irgendwie komisch an bei dir. Auskacken. Naja, aber Honig ist doch Bienenkacke. Kann man nicht so sagen. Wieso? Naja, das ist eigentlich Lebensunterhalt mit, ne? Weil die, die essen das, glaube ich, mit. Natürlich essen die das. Die essen quasi ihre eigene Scheiße. Und das klingt zwar gerade ein bisschen widerlich, weil... Die essen ja quasi auch Bienenkacke, weil Honig, ne? Lecker und so. Schon komisch. Hast du jetzt alle zwei zugemacht, oder? Na, natürlich. Oben, das eine hat man ja schon voll gehabt und jetzt das zweite. Da oben nicht. Weil, ich habe jetzt noch eine volle Ladung bei mir. Ja, die kannst du ja runterbringen hier zur Dingens. Hm? Was Dings? Na, hier unten, runter. BGA? Na, wisst jetzt nicht, ob es der BGA ist. Na, wo meinst du jetzt? Na, hier unten halt. Na, wo unten? Na, hier unten. Unten? Ja, unten.
Definiere unten. Na, unten. Oh, das Gras hier ist ja auch voll. Da wo ich auch gerade hinfahre. Da unten. Also zur BGA. Ja, kann sein, dass der BGA ist, keine Ahnung. Warum bin ich jetzt auf dem Hof gefahren? Kann ich dir nicht verraten. Vielleicht weil du unseren Hof magst und da gerne nochmal nach rechten siehst. Ja, sieht alles noch gut aus. Ist so schön. Steht noch alles? Hast du nichts kaputt gefahren? Sollten das heißen, du fährst daher die Bäume um mich. Ich hab's nur mit deinen Holzstahlzäunen. Na, halt, der Baum steht noch. Noch. Außer wenn man einen kalten Kettensäge dran geht. Was ist denn das da? Ich bin's nicht. Hier im Wald ist irgendwas. Der Hexe. Schau mal an. Ist das das Hexenhäuschen? Hexe. Geil. Hexe. Juhu. Lass mich hier in dein Pfefferkuchen auslocken. Ich komm freiwillig. Da ist doch kein Hexenhäuschen. Ist ein Haus. Ja, aber... Also kein Lebkuchen. Nee, nee, kein Lebkuchen. Hast du probiert? Nee, das ist Holz. Das siehst du auf Anhieb. Na, probiere mal. Vielleicht ist es nur so eine Holzmaserung. Ich trau mich nicht, ich bin schüchtern. Meins? Gott, ich laufe ja alleine durch den Wald. Und jetzt die Hexe kommt und mich in den Busch zerrt. Ich bleib mal lieber stehen. Vielleicht ist er einkaufen. Einkaufen, um die Zeit. Es ist dunkel hoch. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja und? Es hat alles zu. Tankstelle? Stimmt, Tank hat immer auf. Ja. Vielleicht hat sie ja was vergessen. Zutaten. Was will ich? Zucker. Hm. Ich bin süß genug. Wie sollen wir lutschen? Das lief falsch. Oh, boah, übel. Wo fahr ich denn überhaupt hin? Das kann ich dir nicht verraten. Das weiß, glaube ich, auch nur du. Ja, weil ich muss hier rückwärts. Mann! Ja, und bin ich hier voll vorbei. Wann bist du mal nicht verpeilt, Roro? Immer. Erklär uns das mal. Immer außer Karate eben. Das war gelogen. Aber volle. Das wissen meine Zuschauer und deine auch. Ja, Merkt es, Leute, schon wieder verpeilt. Wissen ihr, was er sagen soll? Oh, ich hab's mitbekommen. Aha. Das ist mal was Neues. Zister. Hey, Robo. Ja. Hey. Hier gibt's noch etwas Gras. Cool. Wird das nachgewachsen oder keine Ahnung? In welchen Silo soll ich das hier einmal? Das daneben. Daneben. Neben nur Solange. Da ist noch hier auch nichts drin hier. Ja, deswegen hier. Die sind eigentlich quasi alle leer. Jetzt kommt's. Mein Fahrzeug ist auch voll geladen. Das sieht hier auf immer so wenig aus, ne? Wenn du mal an den Hof denkst, immer reingekippt. Sag mal, wo fährst du hin? Das habe ich gesehen. Ich wollte eigentlich ausweichen, aber das Ding rutscht so dermaßen bei einer gewissen Geschwindigkeit. Das ist echt abartig. Erst wenn es nach hinten schaust, ich sicher auch nicht, siehst du uns sitzen.
blende mich nicht so doll. Sehe nichts. Mach die Augen auf. Auch noch? Ja. Meinst du? Ist auf jeden Fall ein taktischer Vorteil, dann siehst du mehr. Es sei denn, man ist Rocco aus Pokémon. Der hat immer die Augen zu und sieht trotzdem alles. Wer das macht, keine Ahnung. Das stimmt. Ja, da fahre ich so schnell. Senkel. Mach dein Licht aus. Warum? Ich sehe nichts. Ja, wie schon gesagt, mach die Augen auf. Das spiegelt. Du bist nicht Rocco. Ach. Hat einer eine Sonnenbrille? Sonnenbrillen wird aber noch. Ja. Durch dein Licht spiegelt, reflektiert das hier. Ich sehe wieder was. Fahr nicht so nah, nicht dass da reinrutscht. Ich weiß. Passt schon. Problem hat man schon mal. Ja. Dräng denn nicht? Gibt's doch nicht. Ich hab dich. Dort unten ist der Außen, ist der Seitenspiegel. Ich hab die ganze Zeit nach oben geguckt, da ist ja nichts gesehen. Da unten ist der, unten links. Ich weiß. Der ist hier hinten. Unten rechts. Und unten rechts. Hier ist Baum. Die blenden mich. Pass auf, dass du den nicht wieder mitnimmst. Ach, ich doch nicht. Du hast doch dieses gewisse Talent für. Als wenn du mal nach links schaust, dann siehst du nicht. Ja. Ja. Dasselbe. Doch. Doch. Schade, dass er jetzt so geil gekommen ist. Hast du für eine oft, hä? Innerlich schon, ja, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer es auch gehofft hat. Du sagst, wir haben kein Gras mehr. Was ist denn das hier? Die Straße links neben mir. Ich meine nicht neben dir. Neben mir. Ja, da ist die Straße. Ich meine nicht neben dir. Nie neben mir. Ach. Da sind Bäume. Und Laternen. So, vor mir jetzt. Irgendwie fehlt so ein bisschen Verkehr auf der Straße. Ja, beim Server ist das halt so. Ja, vielleicht bringst du es ja in den neuen dann so. Wäre nicht schlecht. Komm ich ja auch schon so langsam, was dann dort dran da alles ist. Was ich persönlich ein bisschen schade finde an dem Spiel ist, es gibt nur zwei Maps. Gut, man hat jetzt zum Glück die Möglichkeit, da gemoddete Maps zu nehmen, ja. Finde ich schon ganz geil. Ja. Aber so jetzt von Haus aus, dass da nur zwei drin waren, das fand ich schon ein bisschen schade. Bisschen schade, stimmt. Ich weiß nicht, wie es bei den Vorgängerteilen war. Ich besitze nur dieses hier. Ich habe zwar auch die Vorgängerteile, aber kann ich jetzt auch nicht so sagen. Waren wir dort bestimmt auch andere, oder? Ja, das waren immer andere. Mitten
durch die Häusersiedlung bei Nacht mit den lauten Maschinen. Die sind da eben unter Dichtes an. Stimmt. Na, überleg mal, warum. Die können nicht schlafen. Ja, und warum vielleicht? Warum? Weiß nicht. Könnte wieder zurückfahren. Oh no. Weißt du was noch? Ja. Guck mal oben links. Oh. Es ist mal wieder soweit. Oh. Das war's mal wieder für heute. Wenn's euch gefallen hat, dann macht doch ein Like oder ein Kommentar. Oder auch ein Abo. Okay, bis denn dann. Tschüss.